Heute haben wir Rival-Hebel, Rennrad-Hebel, Rival-Kurbel, GX-Mountainbike-Schaltwerk und André. Einmal zwölffach im Detail. Wir haben hier einmal den Rival-Hebel, ganz normale AXS-Funktechnologie. Der Unterschied zu Force und Red, hier haben wir keinen Carbonhebel, sondern Aluminium. Wir können hier zwar auch keine zusätzlichen Blips, also Triggerhebel, anbringen, aber dafür preislich attraktiv. Gleiches Spiel bei der Kurbel, auch kein Carbon, sondern Aluminium. Hat Dan ja eben schon erzählt, wir haben hier heute eine 1x12, also nur ein Kettenblatt. Optional kann man auch hier einen Powermeter integrieren, der in der Welle sitzt und nicht im Spider. Hier sind wir jetzt in der Mountainbike-Welt angelangt, also Mullet heißt vorne kurz, hinten lang, heißt also das GX-Schaltwerk, auch das kostengünstigere, wiegt ein bisschen mehr, aber auch gleiche Axis-Technologie. Auch hier natürlich möglich, 50 bis 52 Zähne zu fahren, wie bei den anderen Gruppen auch. Kleiner Bonus beim GX-Schaltwerk, dieser Deckel ist auch integriert. Ein kleiner Extraschutz für den Akku. Auf der anderen Seite haben wir hier die schlichten schwarzen Rival-Bremsen. Unser Kanal hat unheimlich viele Räder gezeigt, insbesondere viele, viele Open-Räder mit der Mullet-Schaltung Force-Hebel, Carbon-Kurbel-Force und das XX1-Schaltwerk. Und das ist ja eine gute, etwas günstigere Alternative, die wir hier den Leuten bieten. Und auch mal lieferbar, welch Wunder. Noch. Machen wir keine Panik. Aktuell ist sie jedenfalls auch lieferbar bei uns. Jetzt ist aber die wichtigste Sache, es ist einmal zwölffach elektronisch. Erwarten wir, dass sie schlechter schaltet? Wahrscheinlich nicht. Aber weil wir sagen, wahrscheinlich nicht, wir müssen es verbrieft euch sagen. Und der André schwingt sich aufs Rad und fährt eine Runde. Dan. Fährt sich, glaube ich, ganz okay. Das ist schon ganz in Ordnung. So, wie schon vermutet, es ist eine elektronische Zwölffachschaltung. Sie schaltet einfach sehr, sehr gut. Natürlich alles sehr, sehr präzise, genauso wie bei der Force und Red auch. Kleines Mehrgewicht muss man in Kauf nehmen. Dafür bekommt man die Gruppe natürlich auch günstiger. Und macht auch Spaß. Dem schließe ich mich nur an. Es war auch zu erwarten. Die Schaltung ist genauso präzise. Die Schaltung ist etwas günstiger. Sie bietet keine Hightech-Materialien wie ein Carbonhebel, Carbonkurbel. Das ist auch nicht die Intention. Wichtig ist Fahrspaß. Und der ist mit diesem Open Wide in meiner Kindergröße auf jeden Fall auch gegeben. Das hat er extra gesagt, weil wir das Fahrrad ganz vergessen haben, euch zu erklären. Aber davon gibt es genug Videos. Tschüss! Ciao! Das ist so schnell geworden. Wir fahren gar nicht mit dem Fahrrad hoch. War sehr vorbildlich von dir, dass du mit Helm fährst. Ja.